Hallo Tamme, willkommen bei Move to Fit, een Prana Flow Yoga Session. Prana Flow Yoga is een dynamisches Yoga, das kann jeder mitmachen, wir werden immer in Bewegung sein. Ich wünsche euch viel Spass beim Mitmachen. Fangen wir gerade an in einer bequemen Sitzposition. Wie das für euch bequem ist, Hände entweder zusammen im Schoß oder auf den Knien. Schön gerade sitzen, gerade Rücken, Schultern runter und Nacken schön lang. Die Augen zumachen für einen Moment und bring deinen Fokus zu deiner Atmung. Merke die Bewegung in die Lunge, Nase und Hals beim jeden Ein- und Ausatmen. Und langsam anfangen, tiefer einatmen, ganz lang die Lunge auffüllen und lang ausatmen. Probiere ein- und ausatmen gleich lang zu halten. Mache das ein paar Mal im euren Rhythmus. Und noch einmal. Und langsam kommen wir zur Stehposition. Zur Anfang von der Matte. Füße sind zusammen, Fersen ganz wenig auseinander, schöne gerade Rücken machen, Schultern abrollen. Fangen wir an mit dem Einatmen über dem Kopf, Ärmel über dem Kopf, ausatmen, Füße biegen, gerade Rücken, Kopf aber richtig Knie rein. Einatmen, Füße schauen, gerade Rücken machen. Und ausatmen zum herabschauenden Hund. Füße sind hüftbreite auseinander. Finger sind gespreizt. Und Hüfte schön gerade oben zum Himmel. Mit dem Einatmen kommt man auf den Zehen ganz hoch. Langsam Knie zum Boden ein. Einatmen, oben schauen. Ausatmen, runde Rücken machen. Hüft zum Fersen aber nicht. Strecke deine Arme ganz strong nach vorne. Und einatmen, hochkommen. Und ausatmen zum Herabschauenden. Der rechte Bein kommt hoch in die Luft. Hoch. Und ausatmen, der rechte Knie für die Füße auf der Matte stellen. Einatmen. Linke Knie am Boden nehmen und ausatmen. Der rechte Bein kommt wieder hinter zum herabschauenden Hund. Und der linke Bein einatmen hoch. Ausatmen, linker Fuß vorne abstellen. Rechte Bein aber. Einatmen hochkommen. Und ausatmen runterkommen. Rechte Füße hinter zum linken Fuß und zum herabschauenden. Einatmen, nach vorne schauen. Mit dem Ausatmen beide Füße vorne. Kommen. Gerade Bein, Kopf runter. Und einatmen mit dem gerade Rücken. Aufstehen, Ärmel über den Kopf strecken. Und runterkommen. Machen wir gerade weiter. Knie beugen. Einatmen, Ärmel aufstrecken. Ausatmen, runterkommen. Gerade Bein, Kopf runter. Einatmen, vorne schauen und ausatmen zum Brett. Die Beine sind gerade hinten, Hände unterhalb der Schultern. Wenn man will, kann man die Knie am Boden stellen. Ellbogen biegen. Einatmen zum Hund, die nach oben schaut. Und ausatmen zum Herabschauen. Wir nehmen den rechten Bein wieder gerade auf und den rechten Bein vorne zwischen deine Hände. Einatmen, aufstellen, beide Arme. Jetzt kommt der rechte Arm, aber rechte Hand neben deine rechten Füße und der linke Arm nach oben. Langsam wechseln, links runter und der rechte Arm hoch. Schön lang strecken. Nehmen wir den rechten Hand aber parallel zum Boden, den linken Knie biegen
und Fuß fassen. Wenn das nicht geht, könnt ihr einfach den Fuß runterlassen und Arm strecken. Wieder loslassen, rechte Arm nach vorne kommen. Hintere Lehne bei die Hüfte, der rechte Bein strecken, Fuß ist flex, Zeichen nach oben. Einatmen, Schultern zurückrollen und aufatmen, verbiegen. Sie können auch so bleiben, wenn das nicht geht, weiter runter, ist kein Problem. Langsam vorkommen, den rechten Knie biegen, Hände abstellen und den rechten Bein hindern zum herabschauenden Kopf. Gehen wir auf der linken Seite. Linken Arm, linken Bein gerade hoch. Linken Fuß vorstellen auf der Matte. Rechte Knie abstellen. Einatmen, aufstrecken bei die Erde. Der linke Hand runter mit dem linken Fuß und den rechten Arm schön gerade strecken. Wechseln wir, rechte Arm runter und links hoch. Jetzt nehmen wir den linken Arm parallel zum Boden, den rechten Knie biegen und probieren Fuß zu fassen. Man sollte hier vorne schöne Dehnung spüren. Langsam loslassen, den linken Arm nach vorne nehmen, den linken Bein strecken, Hüfte hinterher nehmen. Der rechte Hüfte sollte oberhalb des rechten Knie bleiben, nicht zu viel absetzen. Und einatmen, wieder vorkommen, den linken Fuß abstellen, Hände zur Matte und den linken Bein wieder zum herabschauenden Kopf. Einatmen, nach vorne schauen und ausatmen, beide Füße vorne laufen, zwischen deine Hände, gerade Bein. Jetzt Knie beugen und zum Utkatasana. Arme entweder gerade nach vorne oder über zum Himmel. Probiere nicht so viel ins hohle Kreuz zu gehen und wenn Sie möchten, Arme schön gerade nach vorne. Langsam Bein strecken, Arme über dem Kopf und über dem Kopf. Jetzt fangen wir an mit dem Knie beugen, einatmen nach oben strecken. Ausatmen, Hände runter, vorwärts biegen, gerade Bein. Einatmen, vorne schauen, gerade Rücken. Und ausatmen zum Herabschauenden. Der rechte Bein aufnehmen und Knie beugen. Probiere deine Hüfte zum Drehen, dass sie wirklich die Hüfte dreht nach vorne und Fuß nach oben hängen. Nehmen wir den rechten Knie wieder runter und strecken zur linken Seite und den linken Arm nach oben. Langsam wieder runterkommen, linke Hand zum Boden, der rechte Bein wieder gerade auf zum Luft, Bein biegen und Füße hinterhängen lassen. Dann nehmen wir den rechten Bein gerade vorne zwischen deine Hände zum Tauben. Probier den Knie ein wenig außerhalb des Hüfts zu nehmen. Nicht so viel auf der inneren Seite, aber ein wenig auf der äußeren Seite. Bauch innen nehmen, tief einatmen und ausatmen, langsam runterlaufen. Lass deinen Kopf entspannen auf der Matte, einen Moment. Deine Hände und Arme entspannen. Langsam wieder hochkommen, auf deine Hände, den rechten Bein wieder zum herabschauenden Punkt. Linke Seite, linke Bein schön gerade auf, Knie beugen, drehen. Linke Knie abnehmen, unterhalb deine Körper und den rechten Arm nach oben. Langsam wieder runter, rechte Arm zum Boden.
und Knie beugen. Linke Bein zum Tauben kommen. Schultern zurück einatmen und ausatmen. Einatmen, wieder hochkommen und den linken Bein zum Herabfallen kommen. Einatmen, nach vorne schauen, zwischen deine Hände. Beide Füße vorkommen, zwischen deine Hände. Knie beugen, nimm deine beiden Hände zusammen, hinter deine Rücken. Und langsam Beine strecken, Kopf abnehmen, Arme über den Kopf. Dann machen wir die ganze Beinlehnung. Schultern und langsam Knie beugen, halte deine Hände hinter deine Rücken auf den Zehen kommen. Hüfte oberhalb deine Zehen, Hände bleiben hinter deine Rücken. Schön gerade, Schultern runter, Bauch rein und Rippen rein. Langsam deine Hände über den Kopf strecken. Jetzt kommen wir zur Stehposition. Auf den Zehen halten bis nach oben. Arme halb runterbringen. Jetzt Arme und Füße ganz langsam runterkommen. Jetzt gehen wir auf die Seite von der Matte. Schön breit auseinander Füße. Rechte Fuß zeigt nach hinten, Arme. Rechts zur Seite, einatmen, Schultern runter und ausatmen zum Triangel. Probiere hier nicht zu viel ins hohle Kreuz zu machen. Wir möchten die Rippe auf der Seite drehen. Genau. Nehmen wir den linken Arm gerade über dem Kopf, parallel zum Boden und gerade vorne schauen, dass der Nacken schön lang bleibt. Rechte Knie beugen. Langsam den linken Arm. Neben den rechten Fuß drehen auf deine Zehen. Linken Fuß. Und rechte Arm nach oben. Rechte Arm zum Boden nehmen. Langsam deine rechte Beine strecken. Und vorwärts. Sie können auch die Hände auf deine Beine stellen, wenn sie nicht so weit runterkommen können. Langsam deine rechte Knie beugen und hochkommen zum Krieger 1. Vom Krieger 1 gehen wir gerade zum Krieger 3. Nimm das Gewicht vorne auf deine rechte Beine, Arme nach hinten zum Krieger 3. Rechte Arme zum Boden, zum Halbmond. Im Halbmond probieren wir die Hüfte schön aufzutun, strecken deine Beine. Langsam wieder runterkommen vom Halbmond. Rechte Beine liegen, linken Fuß abstellen, zur Mitte drehen, Hände auf den Boden. Einatmen, vorne schauen, Bauch reinnehmen und ausatmen. Langsam wieder hochkommen, Hände zur Hüfte und ganz hoch. Kommen wir zur linken Seite. Arme aufstrecken, einatmen und ausatmen zum Triangel. Nehmen den rechten Arm über den Kopf schön lang. Langsam linke Knie beugen. Rechte Arm abnehmen, auf den rechten Zehen drehen, links. Langsam linken Arm wieder runter, linke Bein strecken und Rippe abnehmen. Wie gesagt, könnt ihr jederzeit die Hände auf den Bein nehmen. Linke Bein biegen, beide Arme auf den Krieger 1, linke Seite. Vom Krieger 1 gehen wir gerade zum Krieger 3. Nehmen wir den linken Arm runter zum Boden
und zum Halbmond. Wegstoßen, ob es oben sei, eine Wand, mit dem Fuß ganz fest. Wir möchten wegstoßen. Langsam wieder. Rechte Bein runterkommen, rechte Arm runterkommen, rechte Bein runterkommen zum Squat. Knie biegen. Gut. Hände hinter den Rücken, langsam runterrollen zum Sitzposition. Bein strecken. Nehmen wir den rechten Bein auf zum Halblotus. Im Halblotus, wenn Sie den Fuß nicht ganz bis rauf nehmen können, Sie können es auch ein bisschen entspannt und gerade oberhalb vom Knie nehmen. Der linke Bein ist streckt, gerade. Einatmen beide Arme nach oben und ausatmen vorwärts biegen. Langsam wieder hochkommen. Halten wir den rechten Bein. Im Halblotus nehmen wir den linken Fuß unterhalb. Wenn das nicht möglich ist, können Sie im normalen Schneidersitz kommen. Den rechten Arm nach hinten, den linken Arm auf, einatmen und ausatmen drehen. Entweder gerade zur Seite schauen oder hinter über die Schultern. Langsam wieder vorkommen, loslassen, den linken Bein strecken und rechte Bein. Füße auseinander, Hüftbreite, Hände neben deine Hüfte, Fersen reinnehmen, Schulter hinten einatmen. Mit dem Ausatmen gehen wir zum Tabletop. Füße sind Hüftbreite auseinander, Hüfte nach oben, Schultern auf. Langsam wieder runterkommen. Der linke Bein gerade auf zum Halblotus. Rechte Bein schön gerade. Knie, Fußgelenk und Zehen sollten in einer Linie schön gerade auf sein. Einatmen und ausatmen, vorwärts biegen. Einatmen wieder hochkommen. Der rechte Bein biegen, linken Arm hinter den Rücken, rechte Arm aufstrecken und ausatmen drehen. Wieder loslassen, rechte Bein strecken und linke Bein strecken. Wir gehen jetzt zum Schulterstand oder Kerze, wie man das so nennt, auf den Rücken liegen. Nehmen wir die Hände unterhalb der Rücken, Hüfte, oberhalb die Schultern und Beine schön gerade auf. Probier Hände schön gerade flach auf den Rücken zu nehmen. Hüfte kommen schön gerade über die Schultern und Beine schön gerade. Füße sind zusammen und schön point nach oben. Langsam beide Beine über dem Kopf nehmen zum Halasana. Probiert Beine schön lang zu halten, die Zehen sind flex im Boden rein. Knie biegen, lass die Knie aber zum Kopf nehmen, links und rechts zum Ohren. Sie können die Hände zusammenhalten hinter den Rücken oder wie Claudia auseinandernehmen und Hände fest ins Mat. Langsam Hüfte wieder runterrollen zur Boden. Knie biegen und abstellen unterhalb deine Hüfte. Hände flach auf der Matte. Füße in Hüftbreite auseinander. Mit dem Einatmen nehmen wir die Hüfte auf in die Luft. Jetzt nehmen wir das rechte Bein schön gerade auf. In die Luft. Wenn das zu streng ist, können Sie auch den Bein runterlassen. Langsam den rechten Bein runterlassen und den linken Bein auf.
Links wieder runterkommen. Hüfte ganz runter zur Boden. Knie zur Rippe, umarme deine Knie. Ein bisschen hinten, ein bisschen links und rechts rollen. Strecken wir Beine gerade auf zum Luft. Nehmen wir Hände unterhalb deine Hüfte. Bauch schön reinnehmen. Mit dem Ausatmen ganz langsam deine beide Beine aber richtig Boden nehmen. Und einatmen auf. Noch eines. Aber ganz langsam. Und auf. Aber. Und auf. Knie biegen, umarmen und nochmal zum Rippi nehmen. Füße kreuzen und aufrollen zur Sitzposition. Kommen zur bequemen Sitzposition. Lass deine Hände entspannen. Tun wir ganz tief einatmen und aus. Einatmen und aus. Noch einmal ganz tief und ausatmen. Das war es heute mit dem Prana Flow Yoga. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Namaste. Werde Bikini-Fit in 6 Wochen. Hole dir jetzt unsere Personal Trainings und Ernährungspläne unter movetofit.ch. Move to Fit wurde Ihnen präsentiert von Chiefs, the good stuff.